alle und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir auf meinem YouTube-Channel. Heute geht es um meine Katze. Respektive es geht um artgerechte Ernährung für Katzen. Ja, das Thema Katzenernährung definitiv neu auf meinem Channel hier. Ich habe meine Katzen auch schon auf YouTube gezeigt, auf Insta sieht man sie die ganze Zeit. Sie haben sogar einen eigenen Insta-Account. Ja, ich liebe meine Katzen. Ja, ich bin sowas, das nennt sich eine Crazy Cat Lady und ich stehe dazu. Thema Katzenernährung, das ist das erste Video, wo ich wirklich detailliert auf das Thema eingehen möchte. Jetzt fragt man sich vielleicht Katzenernährung. Was hat das auf diesem Channel zu suchen? Diejenigen, die es gar nicht interessiert, dürfen natürlich gerne wegklicken. Aber das Thema Ernährung interessiert mich ja generell. Das ist ja eins der Hauptthemen hier auf meinem YouTube-Channel. Ich mache ja unter anderem auch ein Fernstudium an der Akademie der Naturheilkunde zum Fachberater für holistische Gesundheit. Also ich persönlich setze mich sehr intensiv mit dem Thema Ernährung auseinander. Von daher ist es mir natürlich auch wichtig, dass nicht nur meine Ernährung gesund ist, sondern auch die meines engsten Umfeldes, meiner Familie. Also jeder kann essen, was er will, aber freut mich natürlich, wenn meine Liebsten gesund sind. Und natürlich gehört, wie ich es gesagt habe, Crazy Cat Lady zu meinen Liebsten auch meine Katzen hinzu. Und die können aber nicht einfach essen, was sie wollen, weil die können ja nicht selbst entscheiden. Da habe ich den Lead, das heißt also, ich habe die Verantwortung und will natürlich so gut wie möglich alles richtig machen. Ich beginne mal von ganz vorne. Ich habe schon mein Leben lang Katzen und ja, ich bin mit Katzen groß geworden. Wie das so ist, man wünscht sich eine Katze, sie wird leider überfahren, sie verschwindet. Also ich, ja, wir hatten schon einige Katzen, einige Dramen, als ich ein kleines Kind war, wenn wieder eine nicht nach Hause gekommen ist. Ihr kennt das vielleicht. Es gibt aber eine Katze, die Luna, die ist nicht tot zu kriegen. Schatzi. Ach, muss. Ja, du vielleicht. Die Katze, von der ich jetzt gerade gesprochen habe, Luna, sie ist nicht tot zu kriegen. Sie ist 19 Jahre alt, ein ganz stolzes Alter für eine Katze. Sie ist nicht mehr ganz die fitteste. Sie hat eine Niereninsuffizienz, also sie hat Probleme mit ihren Nieren. Was man natürlich sagen kann, ist altersbedingt. Trotzdem frage ich mich, hätte man das vielleicht verhindern können, wenn man Luna von Anfang an artgerechter ernährt hätte. Luna wurde nämlich, also kein Vorwurf an meine Eltern oder an mich selbst, man lernt halt immer dazu im Leben, aber Luna haben wir halt, wie es vermutlich die meisten der Katzenbesitzer machen, mit ganz herkömmlichen Tierfutter aus dem Supermarkt ernährt, ihr Leben lang. Jetzt kann man natürlich sagen, sie ist ja 19 Jahre alt, sie hat ja überlebt, so schlimm kann das nicht sein. Ja, natürlich. Aber eben wie gesagt, ich frage mich, hätte man die Niereninsuffizienz vielleicht in den Griff bekommen können? Aber ja, ich habe mich halt nie mit dem Thema Katzenernährung befasst. Bis zu dem Punkt, wo ich jetzt halt selbst Katzen habe und ja, im Laufe der Jahre ist für mich Ernährung halt selbst immer wichtiger geworden. Von daher, man kann nicht immer alles wissen, man lernt im Leben dazu. Als ich dann selbst Katzen hatte, habe ich begonnen, mal die Inhaltsstoffe dieser herkömmlichen Tierfutter. Ich will jetzt keine Namen und Marken nennen, ich will für keine werben, will aber gleichzeitig auch keine schlecht reden. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Halt so die typischen, die man andauernd in der TV-Werbung sieht, die man im herkömmlichen Supermarkt sieht, so diese Futter halt. Ich habe da die Inhaltsstoffe begonnen zu studieren und mich hat es halt schockiert, dass ich dann festgestellt habe, was in diesen Futtern eigentlich drin ist. Ich verstehe nicht ganz, was hat bitteschön in der Ernährung von Katzen Zucker zu suchen, Getreide zu suchen, irgendwelche Lockmittel zu suchen. Und was mich am meisten schockiert hat, ist halt, dass in diesem Beutel oder in dieser Dose, wo man ja eigentlich von ausgeht, ist das ganze Fleisch oder Fisch. Schaut mal auf eurem Tierfutter nach, da steht meistens irgend sowas wie 4% tierische, 4% Fleischanteil, 4% tierische Nebenerzeugnisse. Also ganz komisch ist das da irgendwie deklariert. Und wenn man das mit einem hochwertigen Futter vergleicht, komme ich gleich zu, fällt einem das eben erst richtig auf. Jetzt tierische Nebenerzeugnisse.
Das sind zum Beispiel Schnäbel, Euter, irgendwie Ohren, keine Ahnung was, Knorpel. Also es ist nicht Fleisch an sich. Und da fragt man sich halt, ja, wie gesund kann das für die Katze sein? Allgemein fressen Katzen Schweine, fressen Katzen Rinder. Ich muss ja ehrlich gesagt sagen, ich weiß schon viel über das Thema, aber ich bin auch noch nicht der Held auf dem Gebiet. Ich bin noch nicht ganz. Also von daher, wenn jemand von euch da noch mehr dazu weiß, gerne in die Kommentare damit. Sind wir alle froh, die ganze Community und ich. Ich bin aber zum Entschluss gekommen, dass Katzen auf jeden Fall Fleischfresser sind. Sie stammen ja von Wildkatzen, von Wölfen und so ab. Dazu kommen wir gleich. Jetzt nochmal zurück zu diesem Billigfutter. Ich habe mich dann gefragt, wieso macht man das? Und wieso macht man da so komische Sachen mit rein und Zucker und Lockmittel? Natürlich, was für eine Überraschung, geht es in unserer wunderschönen Welt sehr oft um Geld. Und das ist natürlich ja, Tierfutter, das Tierfutterindustrie, das ist halt, ja, da wird auch gerne Geld gemacht. Und vielleicht habt ihr auch schon selbst bei euren Katzen beobachtet oder Stories gehört, dass gewisse Katzen, wenn sie das eine Futter gegessen haben, dass sie nur noch das wollen und nichts anderes mehr anrühren. Und das hat mit diesen Lockmitteln zu tun, die da drin sind, wo man die Katzen halt regelrecht süchtig, abhängig von einem bestimmten Futter macht oder eben von Zucker. Zucker kann auch Menschen abhängig machen und genauso kriegen die Tiere durch, wenn sie plötzlich den Zucker nicht mehr bekommen. Also ja, wirklich mein Rat von Herzen an euch, passt auf, was ihr euren Tieren füttert. Dieses ganze industrielle, chemische Tierfutter, würde ich jetzt mal zu behaupten wagen, kann man mit Fastfood vergleichen. Fastfood, es ist billig in der Herstellung, es schmeckt gut, ja, für die meisten jedenfalls. Und ich sag mal, wenn man ab und an Fastfood isst, wird man nicht daran sterben, aber wenn man halt ständig nur noch Fastfood isst, kann das einfach nicht gut für die Gesundheit sein. Jetzt aber, was wäre dann also das Natürlichste und das Gesündeste? Was wäre das Artgerechteste? Das Beste, was ihr eurem Hund oder eurer Katze füttern könntet, wäre sogenanntes Barfen, also B-A-R-F. Barf, das heißt nichts anderes als Biologically Approved Raw Foods. Also zu Deutsch biologisch artgerechtes Rohfutter. Das bedeutet also Rohfutter, wie es schon unschwer zu erkennen ist, rohes Fleisch. Also das macht ja eigentlich total Sinn, wenn man sich anschaut, woher stammen die Katzen. Die Katzen wurden natürlich zu dem, was sie sind, gezüchtet, aber ursprünglich stammen die ja von Wildkatzen, von Wölfen ab. Und was essen diese Tiere draußen in der Wildnis, in der freien Natur? Die haben da nicht solche Futterbeutel, wo gekochtes Fleisch, respektive gekochte tierische Nebenerzeugnisse mit Zucker und Getreide und Lockmittel und weiß ich auch nicht was alles drin. Die fressen das nicht. Die fressen in der hohen Natur, in der wilden Natur rohes Fleisch. Sie jagen Tiere. Ich selbst ernähre mich ja vegan. Von daher habe ich mich natürlich da auch ein bisschen eingelesen in die vegane Ernährung von Katzen. Bin da aber relativ schnell wieder, habe ich diese Artikel weggeklickt, diese Bücher zugemacht. Weil ich persönlich finde, wenn man sich die Anatomie betrachtet von einem Raubtier, also von einem Fleischfresser und einem Pflanzenfresser, das sind ja ganz klare Unterschiede. Deswegen, ja, wir müssen jetzt nicht das Thema vegan in diesem Video noch behandeln. Ihr wisst ja, ich bin überzeugt, dass der Mensch sich ohne Probleme vegan ernähren kann, aufgrund auch von unserer Anatomie, von unseren Organen, von unserem Gebiss, gehe ich jetzt gar nicht zu sehr darauf ein, aber Katzen gehören für mich zu den Raubtieren. Also das heißt, die haben 10-mal mehr Salzsäure im Magen, sodass sie eben dieses ganze Fleisch zersetzen können. Wir haben das gar nicht. Die haben keine Poren, die können nicht schwitzen, die haben Reißzähne, die haben Krallen. Ihr Darm ist viel kürzer als der von uns. Wir brauchen einen langen Darm, dass wir die ganzen Ballaststoffe verdauen können. Katzen in ihren kurzen Darm, das ist gar nicht möglich. Also die können das ganze Getreide niemals verdauen. Ist meine persönliche Meinung. Wenn jemand von euch Erfahrung hat mit veganer Katzenernährung, hey, gerne in die Kommentare damit. Ich bin offen, was das Thema vegan angeht. Ich persönlich finde einfach, Katzen sind von Natur aus Fleischfresser.
Ja, aber belehrt mich gerne eines Besseren. Ja, ich persönlich habe dann natürlich versucht, meine Katzen zu barfen sozusagen. Also ich habe ihnen versucht, rohes Fleisch zu geben. Und es ist ganz lustig, die, man sagt das auf Schweizerdeutsch so, rümpfet nasse. Also die, das schmeckt ihnen nicht. Sie gehen davon weg. Und das liegt natürlich daran, dass Queen halt aus dem Tierheim, da hat sie halt alle mögliche Futter bekommen, was es halt gerade da hatte. Und ich glaube, die hat halt ihr Leben lang nur gekochtes Tierfutter gekannt. Und die mag kein hohes Fleisch. Ist total komisch, ist total unterschiedlich. Queen läuft da vom Napf weg, die frisst lieber nichts, als dass sie hohes Fleisch frisst. Und Luna zum Beispiel zu Hause, die dreht durch ab rohem Fleisch. Also wenn man denen so einen Streifen rohes Hühnchen hinschreckt, die dreht durch. Die, ja, das ist echt krass, wie sich das da unterscheidet. Deswegen bei meinen Katzen funktioniert es bis jetzt noch nicht mit Barfen. Ich werde aber da dranbleiben, weil ich persönlich der Meinung bin, dass das das Beste wäre. Vielleicht habt ihr noch ein bisschen Tipps, wie man da am besten dazu kommt. Barfen ist nicht ganz ohne, also wer das machen will, muss auf jeden Fall einiges beachten. Man muss dann das rohe Fleisch natürlich auch mischen. Ich glaube, unter anderem muss man da Taurin zugeben, Vitamine zugeben. Man muss auch einen kleinen Teil an Gemüse dazugeben, weil das in der Natur auch so wäre, wenn also die Katzen Wild draußen, also Mäuse oder Vögel jagen, die fressen ja, die beißen da rein und erwischen zum Beispiel auch mal ein Stück vom Magen. Und die Beute von ihnen sind halt häufig Pflanzenfresser und in ihrem Magen sind dann halt auch pflanzliche Nahrungsmittel vorhanden. Also von daher, um der Natur ganz gerecht zu werden, mixt man auch einen kleinen Teil pflanzliche Nahrungsmittel in dieses Barf-Futter mit rein. Also es ist, man muss sich da ein bisschen einlesen, ich glaube aber, wenn man es mal raus hat, ist es gar nicht mehr so schwer. Zubereitung dauert natürlich länger als Beutel auf und in den Napf, genauso wie beim Menschen. Sich selbst vollwertig, nährstoffreich selbst zu kochen, dauert natürlich länger als die Fertig-Lasagne zu öffnen, in den Ofen schieben und loszulegen. Ist natürlich ganz klar, ist bei den Tieren nicht anders. Ja, ich kann meine Katzen bis jetzt nicht barfen, weil sie es nicht mögen. Ich versuche sie da noch daran zu gewöhnen. Jetzt, wie ernähre ich meine Katzen jetzt? Oh mein Gott, ich bin so viel am Reden, aber ihr seht, das Thema gibt echt viel zu sagen. Ja, ich bin jetzt schon auf einem ganz guten Weg und ich bin super happy damit, wo ich jetzt stehe mit der Katzenernährung. Will aber definitiv noch zum Barfen vordringen, wenn meine beiden Katzen mitmachen. Katzen sind ja da sehr eigen. Jetzt, was habe ich für Futter für meine Katzen? Ich muss euch gleich mal sagen, ich selbst tue mir natürlich schwer, Fleisch zu kaufen und somit die ganze Fleischindustrie zu unterstützen. Ich tue mir schwer als Veganerin. Aber wie gesagt, vegane Katzenernährung, für mich persönlich ist das nicht logisch. Ich finde, meine Katzen brauchen Fleisch, deswegen kaufe ich es ihnen. Ich achte mich aber halt schon sehr darauf, was ich ihnen für Fleisch kaufe. Jetzt habe ich hier... Ich glaube, das ist so mein Lieblingsfutter, also unbezahlte Werbung an dieser Stelle. Genau, das hier ist das Natura Cat und das ist Schweizer Fleisch. Und zwar habe ich jetzt vorhin erzählt, dass dieses Billigfutter, da steht meistens irgendwie Fleischanteil 4%. Und hier drin haben wir, ich lese jetzt mal die Zutatenliste vor, Pulefleisch, also das ist Hühnchen, Pule, sagen wir in der Schweiz, 59,66%, also fast 60% Fleisch. Wasser 22,43%, Karkassen aus der Schweiz auch, also das ganze Fleisch hier drin kommt aus der Schweiz. 14,55%, Pulleleber 2,82%, Taurin, Biotin, Vitamin E, Vitamin D3, Vitamin B1, 2 und 6 und Spurenelemente. Und that's it. Kein Getreide, kein Zucker, keine Lockmittel, also wirklich nur Schweizer Fleisch. Das Problem ist jetzt aber, ja, mein aktuellstes Wissen über dieses Futter ist, dass es Schweizer Fleisch ist, dass es in der Schweiz produziert wird, also es wird hier hergestellt. Ich glaube aber ganz fest, da ich keine ganz genauen Deklarationen gefunden habe, dass das halt Massentierhaltung ist. Ja, auch wir in der Schweiz haben Massentierhaltung. Viele meinen ja immer, in der Schweiz ist das kein Problem, wir haben ja nur Biohöfe. Wir haben Biohöfe hier, aber die Realität ist nicht Biohof. Die Realität ist auch Massentierhaltung in der Schweiz. Deswegen glaube ich, dass dieses Futter aus der Massentierhaltung stammt. Das weiß ich auch erst seit kurzem.
Nala, tust du bitte nicht mein Kamerastativ verstellen? Nein! Muss! Ja, ich glaube, dass das Massentierhaltung ist, was mir natürlich absolut keine Freude macht. Das möchte ich eigentlich echt nicht unterstützen. Deswegen bin ich da ein bisschen in der Zwickmühle, komme ich gleich noch zu einem anderen Futter. Dann habe ich hier in einem, ja, steht drauf, Coop, habe ich das hier gefunden, Natura Plus. Und das ist mir aufgefallen, weil die mega ähnlich sind. Und ich habe mir gedacht, das kann ja fast nicht sein, dass ich in einem herkömmlichen Supermarkt ein qualitativ hochwertiges Futter finde, wie ich es eben im Spezial-Tier-Shop finde. Und ich glaube aber, dass das eigentlich... Ich weiß nicht, ob es dasselbe ist. Ich habe die beiden geöffnet, die sehen genau gleich aus. Die von der Konsistenz her, vom Geschmack her. Ich könnte mir gut vorstellen, dass da derselbe Hersteller dahinter ist. Ich bin nicht ganz sicher. Auf jeden Fall habe ich mir das Futter angeschaut und das sieht für mich auch sehr gut aus. Weil auch hier haben wir 78% Huhn. Zusammensetzung Pullefleisch 60%, Wasser, Pullekarkassen 15%, Pulleleber 3,5%. Wenn ich das vergleiche, hier haben wir Pullefleisch 59,66%, Karkassen 14,55%, also hier einfach die gerundeten Zahlen, aber ich glaube, dass das dasselbe ist. Könnte sehr gut sein, deswegen, ja, so als kleiner Tipp, schaut vielleicht mal danach vorbei. Aber auch hier, es ist Schweizer Fleisch, aber ich glaube, das Problem hierbei ist Massentierhaltung. Es ist echt schwer, alles richtig zu machen. Jetzt, was ich hier habe, bin ich auch Fan von, ich wechsle das so ein bisschen ab, das ist Biohuhn. Das heißt, dieses Futter kommt von einem Biohof, das heißt, keine Massentierhaltung, ein riesen Pluspunkt für dieses Futter. Aber, jetzt kommt das Aber, es ist halt nicht Schweizer Fleisch, es kommt aus Deutschland. Und ja, ich meine Bio-Schweiz, Bio-Ausland, ich weiß halt nichts. Ich glaube aber, Bio ist in jedem Fall halt besser, also Biohof ist in jedem Fall besser als Massentierhaltung. Deswegen Pluspunkt an das. Aber halt Schweizer Fleisch, Deutschland, ich weiß halt nicht so ganz. Von daher, das ist echt bis jetzt offen und ehrlich das Beste, was ich finden konnte. Das sind so meine drei Futter, die ich zu Hause habe. Und ich wünschte, ich hätte das perfekte Bio-Schweizer Fleisch ohne Massentierhaltung. Natürlich für meine Katzen. Das wäre dann natürlich Barfen. Barfen, schwieriges Wort, voll blödes Wort. Heißt, ich könnte da irgendwie Fleischreste beim Metzger holen. Nur eben, sie fressen es noch nicht. Also ich bin hier bei diesem Zwischenschritt angelangt, bin schon mal sehr zufrieden damit. Das Ziel ist, aber ja, wir arbeiten noch daran, um ans Ziel zu kommen. Queen, Nala und ich. Etwas, was aber schon funktioniert Richtung Barfen, ist dieses Barföl. Das sind jetzt neue Produkte von CD Vet, die bei MyFairTrade im Sortiment sind. Es gibt ganz viele verschiedene davon. Ich habe mich ehrlich gesagt noch nicht mit allen bis ins hinterletzte Detail auseinandergesetzt, weil es sind extrem viele neue Produkte. Die sind jetzt erst seit letzter Woche im Shop. Ich persönlich füttere dieses Futter meinen Katzen und gebe von diesem Barföl hinzu, dieses Futteröl. Und sie lieben das, sie fressen das. Und ich bin happy damit, weil hier habe ich ganz viele wichtige, essentielle Fettsäuren mit dabei, die die Katzen halt in der Natur draußen durch Wild, was sie essen würden, also durch wilde Tiere, was sie essen würden, zu sich nehmen könnten, aber halt in diesen Futtern und halt hier im Wohnzimmer nichts zu sich nehmen können, auf natürliche Weise. Deswegen gebe ich es ihnen ins Futter. Ja, das Fit Barf Öl ist ein Zusatz und es soll natürlich nur sparsam und in geringen Mengen beigegeben werden. Es besteht aus Leinöl, Nachtkerzenöl, Kürbiskernöl und Arganöl. Und jetzt denken sich vielleicht die meisten, ja, Kürbiskernöl, was hat das in der Natur der Katze verloren? Das ist eben genau das Beispiel, was ich vorhin gesagt habe, mit, dass die Katzen oder die Wildtiere, die Wölfe in freier Natur eben so essen, dass sie auch mal ein Stück Magen erwischen von einem Pflanzenfresser, wo solche pflanzlichen Bestandteile halt drin sind. Plus können Katzen halt, wie wir Menschen auch, gewisse essentielle Fettsäuren nicht selbst herstellen.
Und deswegen sind sie so wichtig. Und jetzt, was macht dieses Öl? Es gibt meinen Katzen Energie, es gibt ihnen Vitalität, es verleiht ihnen ein schönes Fell und sie sind einfach rundum gesund. Ja, also wenn auch ihr Katzen oder Hunde habt, die Produkte gehen natürlich auch für Hunde, schaut mal bei MyFairTrade im Webshop vorbei, da gibt es jetzt ganz viel Neues von CD Vet. Ich verlinke das unter diesem Video in der Infobox. Es gibt da ganz Verschiedenes für starke Zähne, für die Augen, für Gelenke, für ein starkes Immunsystem, für ein schönes glänzendes Fell. Also echt tolle Produkte. Natürlich 100% Natur, also das sind natürliche Sachen, nichts von Chemie und künstlich. Also wenn ihr eurem Tier was Gutes tun möchtet, long story short, kein Fastfood, hochwertiges, qualitatives Futter kombiniert mit dem Besten aus der Natur. Das war's mit dem heutigen Video zum Thema Katzenernährung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, Anregungen, sonst irgendwas in die Kommentare schreiben möchtet, macht das gerne. Ich freue mich drauf und wir sehen uns im nächsten Video oder auf Instagram. Facebook, meine Website, wo auch immer. Macht's gut, schönen Tag, liebe Grüße.